Kopfstation Vigana. Haben wir einen Input-Pegel wie nach Linkbudget 8 dBm auf dem X1X2. Eingang vom für QS1 haben wir auch wie nach Linkbudget rund minus 26 dBm. Auch beim FOM, wo Richtung QS4 geht, haben wir einen RF-Input von rund 26, minus 26 dBm, was auch ein Klickbudget ungefähr ist. Bei QS1 habe ich einen Ausgang von der Optik, den ich vor minus 26 auf die Gegenseite kann, von minus 22. Also irgendwie habe ich 4 dB mehr Leistung. Auch QS4 RF Output vom FOM habe ich rund minus 24. Da habe ich einen Gewinn von rund 2 dB. Bei QS1 haben wir eine Ausgangsleistung von 27 dBm aus dem DRM. Wenn wir nicht täuschen, haben wir vor 22 gehabt, müsste es rund 49 dB Gain sein. Und effektiv, wie man sieht, auf den Settings hat es 49 dB Gain und auch der aktuelle Output Power Downlink ist rund bei 27, das passt. Jetzt gehen wir zu QS4. Da haben wir vorher minus 24 dBm gehabt, wo es im FOM gekommen ist und in DRM rein. Und da haben wir jetzt einen Messwert von einer Leistung von sage und schreibe 35 dBm. Was für mich ausrechnet, 24 von einem Gain von etwa 59 dB. Ich bin jetzt hier beim QS4 und habe aber leider komischerweise einen Gain von 49 dB, einen aktuellen Output Power Downlink von 24,7, ich messe aber 35. Und wenn ich nicht ganz sicher bin, um ganz sicher zu sein, ob ich wirklich den richtigen kann, stelle ich da jetzt mal ab. PA off. Gone. Hallo, Olga. Effektiv, ich habe nichts mehr. Es ist hier angeschlossen. Kein Power mehr. Wir stellen ihn wieder ein. Zack. Wir haben wieder Saft. Und wir haben hier wieder Saft. Immer noch rund bei 35. Oder? Ich habe aber einen Gain von 49. Um das nochmal sicher zu sein, habe ich wieder den Input vom DRM genommen. Schauen, bin rund bei minus 20. Ich kann jetzt den gerade umhängen. Zwei Hände. Und habe hier wieder meine Leistung von 35 dBm. Auf das her probiere ich jetzt einfach mal ein Hardware-Reset zu machen. Ich stecke mal den Saft ab. Dann schauen wir mal, was passiert. Saft weg. Warten wir etwa die 2 Minuten. Und eigentlich gefällt es mir nicht. Er ist zurückgekommen nach einem Hardware-Reset. Mit korrekten Wert von 24,7 rund 25 dBm. Ich finde das nicht gut.
Ja, und auf den Settings ist immer noch das gleiche drin, tipptopp. Also, ja, ich kann mir das nicht erklären. Vielleicht kann man das jemand erklären. Auf jeden Fall ist das nicht gut. Vielen Dank, ciao.